Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019 hier bei Heisenberg zockt. So, Aserbaidschan. Wo liegt das? Das kenne ich nicht, das gibt's nicht. Das ist eine Erfindung. Nein, natürlich nicht, aber das war ja wirklich ein Graupenrennen, heiliges bisschen. Ja, es stand noch im Kommentar, schon beim Training hätte ich die falschen Settings genommen, weil wenn es regnet, sollte man Regen-Settings nehmen und hinten stand trocken, das habe ich ja gesehen. Aber ich hätte schwören können, dass da stand Wett im Titel. Alfa Romeo Wett. Nur wahrscheinlich, also das stand dann auch im Kommentar, stand da Alfa Romeo West. Was auch immer das heißen soll. Auf alle Fälle, ja, war das falsche Setting. Fürs Rennen dann nicht. Aber da hat trotzdem auch nichts geklappt, weil ich halt das Qualify völlig verpatzt habe. Das erste, was ich mache, ist mal irgendwie fast in die Mauer rein. Also, ja, egal. Jetzt, ich hatte keine Zeit leider zu gucken, was als nächstes kommt. Die Settings haben wir auch noch nicht. Ganz einfach, weil morgen geht's an die Modellbaumesse in Friedrichshafen, das habt ihr vielleicht gelesen. Jetzt zumindest vom Zeitpunkt an des Aufnehmens oder zum Zeitpunkt des Aufnehmens hin ist das eben morgen. Da komme ich nicht zum Aufnehmen, deswegen nehme ich jetzt auf. Ich musste aber noch Transportfieber aufnehmen, ich musste noch anderes machen. Also von daher ein bisschen mit der schnellen Nadel gestrickt, wobei ich lasse mein Video natürlich meine Ruhe. Kein Ding, aber es hat ja nicht gereicht zu gucken. Aber ich glaube es kommt, also Monaco kommt glaube ich noch nicht. Wisst ihr was, wir gehen rein und gucken mal. So, wir sind ja interessanterweise tatsächlich immer noch führend im WM-Klassement. Sehr gut, das freut mich natürlich. Also eine Ausrutsche kann man sich leisten. Wir sollten aber jetzt im nächsten Rennen natürlich wieder mitfahren können. Und sonst werden wir ein Problem haben. Aber das werden wir schon hinkriegen. Wenn es nicht gerade Monaco ist, da müssen wir die Pole haben. Sonst haben wir dort natürlich dann wieder keine Möglichkeit zum Überholen. Das ist das Altbekannte. Okay, aber da, da ist der Ruf dann doch ein bisschen zurückgegangen. Das sieht man. Gut, wir gehen rein und gucken. Ach so, Verträge. Ja, wir bleiben mal natürlich noch bei Red Bull. Was heißt natürlich? Aber ich würde sagen, das machen wir mal. Erwartete Qualify, das müssen wir lassen, sonst kriegen wir wahrscheinlich den Vertrag nicht. Machen wir hier doch mal erster Fahrer. Teamziele schwer lassen wir auch mal. Damit, ich glaube, die sind schon zufrieden, weil wir jetzt den ersten Fahrer sozusagen machen. Wir sind ja auf Platz 1 in der WM-Stand sind wir Platz 1, also da sind wir eh stärker als wahrscheinlich unser Kollege. Okay, hier machen wir mal diesen. Dann würde ich sagen, das lassen wir. Boxenstopp würde ich aber natürlich gerne was haben. Gleichzeitige Entwicklung machen wir auch mal. Wir haben ja drei Möglichkeiten. Lasst uns hier doch vielleicht sogar die 20% mal testen. Okay, wir schlagen mal vor. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Ja, ich hab's gesehen. Okay, gehen wir hier auf 10. Ja, das lassen wir. Dann machen wir hier keine, meinetwegen. Versuchen das mal. Ich glaube, wir verlangen hier eindeutig zu viel. Wir sollten ihnen mehr entgegenkommen. Was passiert eigentlich, wenn ich dreimal, wenn es dreimal fehlschlägt? Dann wird der Vertrag nicht erneuert. Dann müssen wir uns wahrscheinlich tatsächlich nochmal ein neues Team suchen. Das möchte ich natürlich auch. Was könnte denn... Die Verhandlungen sind leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das Team hat abgelehnt. Ich habe noch gar nicht. Oh, habe ich geklickt? Möglicherweise konnte ich Sie davon überzeugen, das ursprüngliche Angebot anzunehmen. Okay. Wir werden in Zukunft noch Gelegenheit bekommen, neue Verhandlungen zu beginnen. Ja, dann haben wir jetzt halt wieder den Standardvertrag, den alten. Das ist natürlich Käse. Wir sind ja der zweite Fahrer. Und haben dort unten gar keine Boni. Aber ich glaube, das wäre jetzt aufs Gleiche rausgekommen, weil ich hätte wahrscheinlich das einstellen müssen, damit sie uns nehmen. Also von daher, egal. Ist natürlich blöd, dass man die Vertragsverhandlung genau nach so einem Graupenrennen hat. Und sie nehmen offensichtlich halt nicht Rücksicht darauf, wo man im Klassement insgesamt steht. Ah, egal. Wie gesagt, Emma hat recht. Das können wir uns auch später nochmal ansehen. Okay. Nächstes Wochenende. Ne, wir haben noch eine Nachricht. Besprechung, ja, das lief halt nicht, ich weiß, wir müssen uns verbessern, das weiß ich auch, aber wir waren gut, wir waren Dritter, Erster, und das, wie gesagt, Aserbaidschan, das zählt nicht. Halt, er geht schon wieder raus, wenn er nicht raus müsste. Er muss, zack, hier drücken und die KI ändern, das machen wir jetzt trotzdem noch. Wir gehen rauf, auch wenn jetzt das letzte Rennen Käse war, das hat aber nichts mit der KI zu tun gehabt, sondern damit, dass ich trottelig gefahren bin. Okay, wir sind bei 70. Sagen wir mal auf 73, wie gesagt, Step by Step. Das nächste wäre meinetwegen 5, 6, 7, 78. Machen wir mal. Zurück. Und dann passt das. Also, wir sind wieder ein bisschen rauf mit der KI. Jetzt werden wir halt nochmal ein bisschen mehr beißen müssen. Wenn es aber eine vernünftige Strecke ist, werden wir gleich sehen. Circuit de Barcelona, Katalanien. Okay, gut. Keine Ahnung, wie die Strecke ist, aber das ist kein Startkurs. Das ist schon mal klar. Nachrichten. Ziel, jawohl, Ziel ist klar, Wochenende ist auch, das Wetter wäre noch, das kommt dann da unten.
Okay, Treibstoff ist abgeschlossen und jetzt wieder Glück gehabt. Oh, zum x-ten Mal Glück gehabt. Jetzt, wir hatten mal ein paar Regenrennen hintereinander. Jetzt haben wir wirklich immer Glück gehabt und haben keine Regenrennen. Qualify Sonne. Wobei ja natürlich im Training kann es wieder junge Hunde regnen. Das kann natürlich auch sein. Und im Rennen ist es auch trocken, wenn auch bewölkt. Aber das ist mir ja dann egal. Wir können mal noch schnell gucken gehen. Ja, da müssen wir aber definitiv noch mal was machen können. Warum kriegen wir denn so viele Punkte für diesen, für dieses schlechte Rennen? Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Okay, du bist nicht du, aber das können wir natürlich machen. Was ist das? Oh, DRS? Aktivierungsmechanismus. Was macht der? Was macht er denn? Weil, das geht dann automatisch an. Wäre das das? DRS maximale Spaltbreite. Echt jetzt? Ne, dann machen wir zuerst mal das. Er hat gemeint, er empfiehlt uns das. Also entwickeln wir. Dann haben wir noch 2,56. Damit können wir nichts machen. Wir kontrollieren noch schnell, Kollege Motor. Ich glaube, das vierte Rennen müsste es jetzt sein. Also so langsam. Wie viele sind es denn insgesamt? Das könnte man natürlich rausfinden. Da habt ihr recht. Damit man ungefähr abschätzen könnte, ab wann man vielleicht auch mal ein Teil auswechselt. Wenn es noch halbwegs heile ist. Okay, haben wir alles? Ja. Wir gehen zum ersten Training, würde ich vorschlagen. Und dann sehen wir nämlich auch, wie die Piste ist. Das werden sie uns hoffentlich sagen. Läuft auch alles. Überraschend, aber natürlich sehr zufriedenstellend. So. Zeit für das Training hier auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix von Spanien. Bald werden sich die Teams auf die Strecke begeben und uns mit Sicherheit ein sehr interessantes Training bescheren. Ja, wir werden sicher ein, zwei Runden natürlich mehr machen als sonst, weil ich die Strecke nicht kenne. Aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Renault. Diese Typen sind so akribisch. Da waren wir auch mal. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Ja, das ist klar. Da sind alle angespannt. Vom Besitzer bis zum letzten Mechaniker bis zum Fahrer hin. Bis zur Frau vom Fahrer. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Okay, es ist immer das Gleiche und wir vertrauen ihm natürlich blind. Wir wurden so erzogen. wir brauchen was ganz Neues. Steam durchsuchen. Wir sind in Spanien. Wir bräuchten, wenn es irgendwie geht, Spanien gerne von Mercedes. Spanien haben wir hier. Okay, hier haben wir gleich Mercedes. Moment. Ne, die All-Car-Setups, mit denen habe ich eben auch keine guten Erfahrungen gemacht. Was haben wir hier noch? Spanish Dry Xbox. Haben wir ja nicht sonst noch was? Also eben, da hätten wir sogar Red Bull. Guck mal. Ich würde aber tatsächlich zuerst gerne im Mercedes-Teil ausprobieren. Da haben wir nass. Das könnt ihr natürlich auch schon mal laden. Hier, Mercedes Spanien. Auf die Sterne kann man nicht gehen, weil die wenigsten Sterne haben. Das ist halt ein bisschen blöd, aber steht hier noch was? This setup should work for most cars. Just arrow to your liking. Okay, das kann man also natürlich selber noch ein bisschen verfeinern. Wir abonnieren das mal. Soll ich, wisst ihr was, Wett werde ich jetzt doch auch mal noch kurz nehmen. Kannst aber damit was haben, falls es jetzt irgendwie im... ihr könnt sicher sein, Murphy's Law. Also sprich, wenn ich das jetzt nicht abonniere, dann haben wir wahrscheinlich im Training Regen. Dann kann ich nochmal zurück. Jetzt haben wir's. Wir gehen hier raus. Drücken auf den gelben Knopf und dann haben wir hier Regen und das Normale. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was haben wir denn für Wetter? Ich halt mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Ja, ja, was man hier noch alles tun soll. Ja, wir gehen mal rein. Ich habe nicht geguckt, was wir für Wetter haben im Training. Oder kommt das erst? Ich glaube, das kommt erst. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte diesen hier. Okay, ja, wenn man rausguckt, also da ist, also offensichtlich kam schon von wegen Wetter. Aber, ja, es regnet nicht, man sieht's ja. Ich stelle gerade fest, was die hier alles auf dem Lenkrad haben, ist ja tatsächlich schon enorm. Cool, das sieht man hier relativ gut. Welches ist denn der DRS-Knopf? Der gelbe da unten? Dein weiß Track nicht. Reduction System, also kurz DRS, kann deine Geschwindigkeit auf bestimmten Geraden erhöhen. Ja, ja. Diese Bereiche nennen wir DRS-Zonen. Im Training oder Qualifying kannst du dein DRS in diesen Zonen nach Belieben einsetzen. Im Rennen darfst du dafür maximal eine Sekunde hinter dem Auto vor dir sein. Das wissen wir. Die Leiste unten auf der MFA füllt sich, wenn du dich der DRS-Zone näherst. Sobald sie blinkt, kannst du sie mit der DRS...
Okay, jetzt. So, wie gesagt, ich kenne die Strecke halt nicht. Ich muss jetzt tatsächlich gucken, wie was wo. Aber dass Jeff da nochmal mit Adam und Eva anfängt, ist ja auch nicht schlecht. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wie das Setting ist. Ich kann mich schon wieder an die Strecke erinnern. Ja, wenn man so gewisse charismatische oder charakteristische Punkte durchfährt, relativ früh, dann weiß man recht schnell wieder, wo man ist. Ich kenne sie jetzt natürlich nicht so gut, wie wenn ich da schon mal Settings hätte testen können. Aber ich habe ja erklärt, warum ich das nicht konnte. Wir machen jetzt einfach ein, zwei Runden mehr, würde ich sagen. Bis das ein bisschen sitzt so, damit wir uns Qualify können mit gutem Gewissen. Und dort auch ein bisschen was reißen. Hier haben wir einen schnellen Sektor. Okay, hier geht's auf die Bremse. Muss man aber nicht übertreiben. Hier kann man durchaus ein bisschen die Curbs mitnehmen. Dann haben wir hier wieder so eine langgezogene Kurve. Ja, die habe ich fast zu eng genommen. Hier wieder bremsen, ganz klar. Dann kann man wieder raus beschleunigen. Ja, es ist alles ziemlich rund. Also es wirkt rund, so halt kurvig rund. Jetzt geht es hier auf die Gerade, genau, und dann da unten geht es ja, hier lang und dann kommt hier wieder so eine Kurve. Da muss man nicht massiv bremsen, wobei das ist genau diese Drehkurve. Wenn man dort zu sehr auf die Curbs kommt und darauf am besten dann noch beschleunigt, dann hat man genau die Dreher wieder, dass einem die Karre dann ausreißt. Aber ist, glaube ich, ein relativ schöner Grand Prix. Also gefällt mir eigentlich relativ gut jetzt schon vom Fahren her. Oh, auch hier dreht es. Okay, ja, hier waren wir schon. Also eine Runde haben wir, glaube ich, tatsächlich schon hinter uns. Holper die Holper. Das ist, wenn man durchs Gras fährt. Dafür sind diese Fahrzeuge nicht gedacht, Herr Heisenberg. So. Ja, ich denke, das geht. Es hat keine Überraschungen drin. Also nichts, wo man sich darauf konzentrieren muss. Wenn das kommt, muss ich reagieren. Keine Ahnung, stärker bremsen. Ja, ja. Die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Chef, wir waren die Einzigen, die fuhren. Das kannst du dann doch relativieren. Wenn du das im Dingens dann sagst, im Qualify, dann ist das natürlich dann doch was anderes. Das ist dann doch eine andere Hausnummer, wie man so schön sagt. Aber hier ist es eigentlich irrelevant. Hier geht es darum, die Strecke kennenzulernen und das Setup zu testen. Ich muss sagen, das Setup ist cool. Mir fehlt ein bisschen der Vergleich. Von wegen auf der Geraden eben, sind wir da schnell genug oder sind wir da langsamer wie alle anderen? Das sehe ich dann nur im Qualify und dort ist dann natürlich Schicht im Schacht. Also Schicht im Schacht dahingehend, dass ich das nicht mehr ändern kann. Weil dann haben wir Park Fermé und dann muss ich mit dem fahren, was wir haben. Aber es fährt sich gut, also ich kriege die Kurven vernünftig. Da vorne wäre einer, vielleicht können wir da noch kurz gucken, aber der fährt natürlich auch nicht volle Pulle. Von daher ist es schwierig zu erkennen, wie das mit unserem Auto ist, eben in schnellen Bereichen. Oh, hier, die ist wirklich gefährlich, die Kurve. Da muss ich extrem aufpassen. Weil wenn man dann im Rennen ist und unter Strom steht und vielleicht noch einen jagt oder gejagt wird, dann fährt man natürlich anders und dann sind genau diese Kurven eben extreme Fallen, dass man dann plötzlich versucht, ist die anders schneller zu fahren und dann hat man genau den Effekt. Ja, dann machst du einmal eine Pirouette und dann ist vorbei. Dann ist fertig lustig. Wir sind aber immer noch auf der 1 und jetzt sind doch drei sind immerhin gefahren. Okay, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir beenden das. Also das Training und gehen über zum Qualify, das fährt sich perfekt. Also vom Setting her ist es gut. Wie gesagt, was ich halt nicht sagen kann, ist, ob wir auf der Geraden mit voller Pulle einen Vorteil haben oder ob die uns dann davon fahren. Das werden wir auch rausfinden und das finden wir nur raus, wenn wir fahren. So, im Training das Setting zu testen, das kann ich ja tatsächlich nur dahingehend, ob komme ich vernünftig um die Kurven rum. Wie fühlt sich das an? Und das fühlt sich eigentlich tipptopp an. Okay, ihr kennt das. Wir machen hier mittendrin ein kleines Picknick. So, Session neu starten. Dankeschön. Und dann gehen wir doch einfach frech ins Qualify. Ich habe mit Chris über die Nein. Was muss ich denn hier noch? Beende. Okay, dann gehen wir jetzt dann gleich ins Qualify. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, weit und breit. Ohne jetzt ist kein Heisi. Okay, wir sind auch nicht. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes. Oh, ach so. Wir haben wieder keine Zeit, weil ich natürlich nicht zurück an die Box gefahren bin. Also eben, aber das ist komplett uninteressant. Wichtig ist das Qualify. Ich denke, so schlecht war es nicht. Jetzt werde ich natürlich im Qualify werde ich anders fahren. Das ist klar, da muss ich viel, viel aggressiver fahren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich ganz raus? Das wollte ich doch nicht. Naja, gehen wir wieder ganz rein. Ist ja auch egal. Muss ich nochmal kurz laden. Zum Glück speichert das relativ vernünftig. Das müsste jetzt eigentlich gespeichert haben, dass ich das Training gemacht habe. Ich hoffe es zumindest. Werden wir gleich sehen. Einmal zu viel. Ja, ja. Einmal zu viel aufs Knöpfchen gedrückt. So, Nachrichten haben wir keine.
das ist klar, weil jetzt müssen wir erst das Training simulieren. Okay. Und nachher werden wir wahrscheinlich wieder Nachrichten etc. haben. Und jetzt bin ich gespannt. Ich kann nicht einschätzen, wo wir hier landen werden. Weil, ja, das werde ich am Qualify wissen. Wenn ich gut fahre und wir sind 20. Dann Halleluja. Aber eben, jetzt ist natürlich die KI noch mal ein bisschen raufgegangen. Auf diese 73. Das ist schwer. Ja, immer noch im unteren Bereich, würde ich sagen. Bis wohin geht das denn? Auf 100? Ab 60 ist ja, glaube ich, schwer. Das wäre dann, ja, ja, irgendwo zwischen, ja, schwer und es ist halt einfach schwer. Ist ja egal. Also, Barcelona simuliert. Gerne weiter. Da geht's wieder rauf. Und jetzt haben wir hier wieder besagte Nachrichten. Die gute Emma. Ja, ich gebe mein Bestes. Das Rennen wird halt bewölkt sein. Okay. Und hier haben wir alles, was wir brauchen. Wir gehen ins Qualify. Ich könnte noch mal ganz kurz gucken. Ja, da werden wir nichts kriegen. Ne, haben wir zu wenig Punkte. Gut, Qualify. Ja, machen wir einfach. Das wird ja vom Training übernommen, das Setting, was wir da haben. Wir könnten es nochmal wechseln vor dem Qualify, danach ist Feierabend. Dann fährst du mit dem, was du auf der Karre drauf hast. Oder dran. Willkommen auf dem Circuit de oder Barcelona, drin. Catalunya, wo die Teams in den nächsten Minuten ein hektisches Training im Kampf um die besten Rundenzeiten beginnen werden. Okay, ich muss nochmal kurz hier. Ja, Gaspedal. Viele Fahrer reden davon, wie schwierig es ist, die schnellen Richtungswechsel auf einer Strecke wie dieser mit den hohen Endgeschwindigkeiten auf einer Geraden zu kombinieren. Kann man das so sagen? Man braucht einen vernünftig eingestellten Wagen, um hier gut abzuschneiden. Man muss das Beste aus den mittelschnellen und schnellen Kurven herausholen. Das geht nur mit dem richtigen Maß an Abtrieb. Aber dadurch wird der Wagen auf den Geraden langsamer. Es ist nicht leicht, da die Balance zu finden. Ja, ich hoffe mal, der Modder hat die Balance gefunden. Wie gesagt, angefühlt hat sich's gut. Wir bleiben bei diesem Setting und schauen mal, ja, was kommt dabei raus. Also, Autoeinstellung, ich kontrolliere das nur nochmal. Ausgewogen Standard. Hä, hat's das doch nicht gespeichert? Moment. Hä, was ist das denn jetzt komisch? Ich dachte, das wird übernommen. Doch nicht? Egal. Wir können ja, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Heiliges bisschen. Diesen hier. Und dann hätten wir gerne Mods gelöscht. Alles weg. Nee, nee, ist noch da. Das hier. Laden. Jawohl. Komisch, dass das nicht gespeichert wurde. Das wurde doch jetzt x-mal noch in den Kommentaren geschrieben. Das wird gespeichert. Da musst du nicht jedes Mal gucken. Egal. Wir haben's. Jetzt haben wir das Setup. Jetzt würde ich sagen, wir gehen zur Strecke. Und jetzt gilt's ernst. Dahingehend, dass wir jetzt eben eine Zeit haben müssen, eine vernünftige. Nicht die Reifen aufwärmen. Das war so ein bisschen ein Gewackel, weil, ja, ich weiß auch nicht, weil das... Oh, da ist er schon. Weil wir ins Spiel eingegriffen haben. Oh, wir haben ihn... Nee, wir haben ihn nicht. Er ist ganz leicht vor uns. Macht aber nichts. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder ganz leicht hinter uns. Ich muss hier halt tatsächlich Kampflinie fahren. Ich muss viel später bremsen etc. Ja, aber er ist immer noch hinter uns. Und das ist halt tatsächlich ein gutes Zeichen. Solange der Mann hinter uns ist, tut er uns nicht weh. Solange haben wir die Pole Position. Und so lange werden wir ein halbwegs vernünftiges Rennen fahren können. Man hat mit der Pole Position natürlich noch nicht gewonnen. Das ist auch ganz klar. Aber man hat halt die Möglichkeit, viel, viel schneller nach vorne zu kommen. Oh, jetzt zieht er wieder davon. Ah, das war's mit der Pole Position. Da ist er die Kurve. Offensichtlich aus irgendeinem Grund bedeutend schneller gefahren als wir. Warum auch immer. Wir haben ihn noch nicht. Oh, hier muss man halt tatsächlich... Ja, brutal aufpassen. Das ist genau diese Pirouettenkurve. Ne, wir sind nicht vorne. Er ist. Vielleicht kriegen wir das hier noch hin, dass wir nochmal holen. Ja, jetzt ist er wieder hinter uns. Das sind aber wirklich, das sind wahrscheinlich Zehntelsekunden. Mal gucken, hat's gereicht? Klasse, du bist auf der hat gereicht. Ja, aber ganz knapp. Aber es, man sieht, wir können mitfahren. Wie gesagt, KI ist höher, 73. Das sind nur drei Punkte, aber. Das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Der Falke, Weber und ja, eine Hundertstelblitz, nein, eine Hundertstelsekunde, eine Zehntelsekunde. Nee, Blödsinn, eine. Was ist das denn? Zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ich, kannst du mal kurz, ich muss mal hier gucken. Der ist ganz, ganz knapp hinter uns. Ja, ein Zehntel halt in dem Fall. Wäre das, würde ich mal deuten. Und dahinter wieder 13. Ja, das ist natürlich nix. Das ist überhaupt nichts. Also, da machen wir einen kleinen Fehler, dann sind die vorbei. Aber, das war das Qualify, wir sind auf der Pole Position. Nein, ich möchte nicht zurück zum Hauptmenü. Ich möchte hier weiter. Genau, diesen hier muss ich drücken.
Das heißt noch gar nichts, außer dass wir eben zuvorderst starten. Großartige Leistung da draußen. Dankeschön. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja, was Sie sollen wir? Lukas war heute in Topform, nicht wahr? Ja, ja, wir ja auch. Okay, Ruf gestiegen, wir sind ein netter Kerl. Fühlt es sich an, vorne in der Startaufstellung Ihren alten Formel-2-Teamkollegen an... Okay, wie gesagt, mit B kann man... Danke für den Kommentar. Gerne schön. Mit B kann man die Fragen sozusagen einfach nicht beantworten. Dann hat man gar keine Auswirkung. Das werde ich mir mal merken. Jetzt ist irgendwie mein Gaspedal doch schon wieder nicht mehr da, wo es hin... da, wo es sein sollte. Das ist ein bisschen lästig. Jetzt ist wieder okay. Okay, hoffentlich bleibt es da. Jetzt wieder rumrutscht, dann habe ich ein Problem. So. Weiter wäre hier. Wir haben nochmal eine Nachricht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Denke ich auch. Okay, das haben wir eigentlich alles. Ich gucke nochmal hier. Das können wir lassen. Da langsam im Zentrum drin. Guck mal, da wird es dann doch langsam... also im Zentrum drin. Im Verbrennungsmotor. Der wird ein bisschen gelb. Ich würde den aber noch lassen. Den werden wir aber wahrscheinlich aufs nächste Rennen dann auswechseln. So, Rennen geht los. Jetzt muss ich echt gucken, ob Kollege Audio mitspielt. Mal gucken, im Moment läuft's noch. Und sonst, wie gesagt, ich mache keine Schnitte mehr, das ist vorbei. Dann werde ich nichts mehr sagen, sondern das nachkommentieren, falls jetzt wieder irgendwas passiert. Weil irgendwie diese Übergänge gefallen mich, irgendwie dem Programm heute nicht. Der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Der Circuit ja, lassen wir uns überraschen. Catalunya ist eine Strecke, die die Fahrer von den Tests im Winter bestens kennen. Spannung und Überholmöglichkeiten versprechen vor allen Dingen die lange Gerade und die DRS-Zone vor Kurve 1. Mhm. Stefan Römer steht mir heute zur Seite und zusammen werden wir Ihnen die ganze Action des Grand Prix von Spanien näher bringen. Die Luftverwirbelungen sind ein großes Thema. Da sind sie wieder, die Düsenjäger. Die könnten den hinterherfahrenden Wagen doch ziemlich viele Probleme machen. Wenn sie nämlich zu nah dran sind, liegen ihre Autos ganz schlecht auf der Straße. Stichwort Dirty Air. Uns dürfte dadurch ein eher strategisches Rennen erwarten. Was meinst du? Interessant. Da bin ich mir gar nicht so sicher, Heiko. Natürlich ist es schwieriger, den anderen zu folgen, aber wenn du mutig genug bist, bieten sich doch einige Möglichkeiten zum Überholen. Zum Beispiel bei der Einfahrt in die Kurve C nach der DRS-Zone. Ich glaube nicht, dass dieses Rennen allein durch die Boxenstopps entschieden wird. Nee, das glaube ich auch nicht, aber genau dieses Überholen bei einer Kurve ist gefährlich Zeit, für die Flügel. Auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Falke. Der Falke. Auf der Pole Position und daneben steht Lukas Weber. Und unser alter Kumpel steht neben uns. Das ist ja schön. So, jetzt der Start, der wird sowieso wieder nicht klappen, das kennen wir inzwischen. Eben, da stand auch noch, du hast heute sehr gute Chancen auf den Sieg. Ziehen wir es durch. Da stand noch in den Kommentaren, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich dieses ERS nicht nutze, beziehungsweise dass das auf manuell eingestellt ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, was das genau ist. Ich habe gesagt, ich google das mal noch, ich weiß es noch nicht. Wir müssen damit leben, wie wir die Karre eingestellt haben. Es ist einfach so, ich komme nicht ideal weg. Schlicht und einfach nicht. Das müssen wir wirklich irgendwie mal noch ändern. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Läuft tatsächlich noch alles, jawohl. Rennen starten. Und jetzt hier die Pole verteidigen. Ist eine relativ mühsam lange Gerade, sehe ich. Bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller gestartet. Aber man sieht schon, die schießen davon. Das ist ja wirklich unglaublich. Oh, das ist sogar eine sehr lange Gerade. Wenn wir als Dritter hier reinkommen. Oh, da werde ich geschubst. Ja, das hat nicht ganz geklappt mit dem Dritten. Okay, aber Vierter sind wir. Das können wir, je nachdem wie das Auto eingestellt ist, eigentlich wieder aufholen. Das ist natürlich eigentlich ein schlechter Start. Und auf der Pole sollte man auch zuvorderst sein nachher. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich meine absolute Achillesferse. Ja, es ist jetzt schon nicht so, dass wir hier irgendwie gleich wieder hinten dran wären. Das stelle ich doch relativ schnell fest. Aber sie hängen uns, glaube ich, auch nicht ab. Und das sind alles Bereiche, die kann man mit DRS später dann tatsächlich noch korrigieren. Jetzt hat es mich tatsächlich schon wieder ein bisschen gedreht. Ja, und jetzt hängt er mich doch ein bisschen ab. Also er ist gut. Ich meine, das sind drei Stück. So, Bömmel hätten wir noch mitnehmen können. Aber ich muss mich zuerst mal darauf konzentrieren, dass wir jetzt nicht Bömmel mitnehmen, sondern hier wieder hinten rankommen. Ja.
einfach nicht hinten reinkacheln, das kennen wir, das ist auch ein Problem. Sind sie schneller? Sie sind schon, sie sind gleich schnell. Man sieht, also wir haben keine Chance, einfach so ranzukommen. Echt jetzt? Dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden. Ach, come on, das ist das gelbe Ding wahrscheinlich. Ja, aber das, ich habe gesagt, das machen wir dann im nächsten Rennen. Jetzt nicht, dass hier tatsächlich bei unserem Red Bull Auto auch noch solche Probleme entstehen. Also jetzt schon, das möchte ich tatsächlich natürlich nicht haben. Aber ja, was ich möchte, ist eigentlich irrelevant. Was der Wagen macht, ist dann eben relevant.